Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir alle Mr. Raccoon Figuren vom DLC und ich werde das aufwendig für dich machen, nämlich ich zeige dir wirklich, wo sie liegen. Wir laufen komplett durch, ich mache sie alle, weil manchmal werden halt so Videos produziert, wo man zwar sieht, wo die liegen, aber manchmal nicht so eindeutig. Ja, man sieht nicht eindeutig, wo genau die Figuren sind, deswegen laufen wir einfach durch und ich zeige dir ganz genau, wo sie sind. Also die erste ist am Anfang, genau hier. Dann gehen wir hier raus. Ich zeige dir gleich auch hier ein paar Strategien. Übrigens auf unserem Kanal gibt es alle Tipps. Also wirklich alle, ja, möglichen Tipps überhaupt. So, dann hier kommst du auch immer safe durch. An der linken Seite. Ich habe auch so einen Noob-Strategie-Run gemacht. Da habe ich gezeigt, wie man das ganz einfach schafft. Weil manche Leute tun sich einfach schwer und ja, muss man ja nicht. Also Wissen es macht und Resident Evil ist halt wirklich ein Spiel, bei dem Wissen extrem viel ausmacht. So, dann gehen wir hier runter. Und wie gesagt, du kriegst dann so Kopfbedeckungen davon und so weiter und so fort. Also es lohnt sich, die wirklich zu sammeln, die Mr. Raccoon-Figuren. So, hier mache ich das so, ich persönlich. Manche lassen ihn kommen. Ich mache das so. Zack. Rennt hier mal durch. Wenn er mich packt, packt er mich. Egal. So, die zweite Mr. Raccoon-Figur befindet sich genau hier. Genau hier. So, dann dem kannst du locker in den Körper einfach schießen. Er braucht 2 bis 3 Schuss. Das Spiel ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann ist es wirklich sehr, sehr leicht. Da darf man am Anfang nicht die Nerven verlieren. Ich weiß, dass es am Anfang ein bisschen, ja, kompliziert erscheint. So würde ich das machen, dann geht's weiter. Hier ganz wichtig, hier kommst du einfach durch. Einfach rennen, hab keine Angst. Renn einfach an ihnen vorbei. Kommst ja auch an jedem vorbei. Ich habe früher auf den hier geschossen, ganz am Anfang. Weil ich dachte, dass ich nicht durchkomme, aber man kommt hier locker durch. So, dann gehen wir hier runter. Den muss man nicht töten. Manche töten ihn, das ist absolut unnötig. Die Granate nehmen wir. Blend. Gehen hier runter. So, den töte ich persönlich, weil der halt auch nochmal Stuff drin hat. Muss man nicht. Eigentlich muss man ihn nicht töten, weil man hat so viel Munition dann am Ende. Aber ich zeige dir mal so, sag mal, Noob-Strategien, also dass du wirklich auch wirklich schaffst. So, dann warten wir hier. Auf den braucht man hier nicht schießen. Manche schießen auf ihn, das ist unnötig. Einfach rein. Die packen dich nicht, das ist gescriptet. Also gescriptet bedeutet, dass es immer dasselbe ist. Also da gibt es keine Relevanz, da gibt es keinen Unterschied halt. So, nehmen wir mal so einen Krautikus. Kombinieren. So, jetzt müssen wir hier nach rechts gehen. Nicht nach links. Halten hier ein. Wir können ihn hier so ein bisschen rumführen. Kannst du noch erschießen, wie du magst. Ich führe ihn persönlich hier gerne rum. Ein bisschen spazieren führen. Jetzt kommen hier so ein paar Giftmonster. So, das ist ein bisschen kacke gelaufen, aber das passt schon. Seine Giftkinder. So, gut ausgewichen. Okay, das war nicht so gut, aber wir haben eine Granate. Eigentlich wollte ich sie an einer anderen Stelle verwenden, aber das ist kein Problem. Okay, das ist hier ein bisschen blöd. Das ist immer dasselbe hier, der packt hier ständig uns. Wenn der uns packt. Also der Zombie packt uns, wenn der... Okay, noch einer. Das ist kein Problem, wir wollen ja einfach nur die Figur. Du bist schon fast bei der Figur.
Das ist absolut egal. Auch wenn du hier stirbst, du musst nur die Figur abschießen. Da brauchst du keine Angst haben. Okay, da kommt jetzt wieder dieser Zombie. So. Wir wurden wieder getroffen. Okay, nice. Du hast es fast geschafft. Da ist nämlich die Figur. Und das ist übrigens auch der zweite Run mit Robert, weil mit Robert muss man zwei Runs machen. Die Figur befindet sich hier drin. Da siehst du sie schon. Da siehst du sie im Hintergrund. Also hinter diesem Zombie. Also nicht Zombie, so komm, lad nach. Ja, na komm schon. So, jetzt. Also wie gesagt, sie ist dann hier. Und das ist auch der zweite Run. Es gibt auch eine Mütze. Du kannst jetzt auch ruhig sterben, da brauchst du keine Angst haben. Hauptsache, du hast sie abgeknallt. Jetzt gibt es nur noch eine Figur. Und wie gesagt, es gibt hier zwei Läufe mit dem Robert. So, wir werden jetzt wahrscheinlich sterben, weil wir hier husten. Aber ich probiere das. Wie gesagt, diesen Weg musst du auch rennen. Und die zweite Figur, die kriegen wir beim anderen Run. Also wenn wir den zweiten Weg machen. Ich zeige sie dann auch. Also ich will es wirklich so machen, dass du das unbedingt schaffst. Nicht, dass ich hier irgendwie oberflächlich zeige und dann findest du es nicht. Aber den Run machen wir noch schnell zu Ende. Vielleicht schaffen wir es ja. Okay. Ich habe jetzt keine Granate. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht. Weil die habe ich leider verwendet. Aber die Blendgranate hätten wir gebraucht, um hier durchzukommen. So, an dem kommst du jetzt vorbei. Ich glaube, ich sterbe jetzt gleich. An dem einfach hier vorbeirennen. Du brauchst nicht auf ihn zu schießen, weil manche schießen auf ihn. So, und jetzt gucken wir mal. Normalerweise schmeißen wir hier eine Blendgranate. So. Puste hier rum. Okay, ich sterbe, glaube ich. Nee, immer noch nicht. Nein, schauen wir mal. Komm, lad nach, Robert. Komm schon, let's go. Also im Endeffekt einfach hier eine Blendgranate schmeißen, dann hast du es geschafft. Ich vermute, dass ich zu viele Fehler gemacht habe und jetzt sterben werde. Wie gesagt, wenn du wissen willst, wie man das leicht macht, dann schau dir einfach das andere Video an. Also ich habe da so ein Tippvideo gemacht, Strategievideo. Da sieht man alles, wie man das leicht macht. Also wenn wir das jetzt noch schaffen, dann Halleluja. Komm, 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 Robert. Robert, komm schon. Ey, komm, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt noch schaffen. Komm, ersticke nicht. Ich glaube, wir schaffen das noch tatsächlich. Also normalerweise, wie gesagt, du schmeißt hier einfach eine Blendgranate und dann hast du es geschafft. So, jetzt müssen wir den zweiten Run machen mit dem Robert. Damit du die letzte Figur findest. Mr. Raccoon-Figur. So, das ist jetzt der zweite Run, den wir gemacht haben. Dann kriegen wir halt auch noch so eine Mütze. Weil ich habe vorher den ersten Run gemacht. Wirst gleich sehen, das zeige ich dir auch gleich. Die hat man gerade gesehen. Diese Mütze, ich habe weggedrückt. Zeig's dir jetzt am besten. So, wie gesagt, ich will das so ausführlich wie möglich für dich machen. Hier, was haben wir? Hier, Tyrant. Ja, das ist die Mütze. Richtig nice, finde ich. So, und jetzt machen wir den ersten Run. Und wenn du den ersten Run jetzt machst, kriegst du auch die Mütze, die ich gerade dir gezeigt habe. Und außerdem ist, wie gesagt, dort die Figur. Also die Mr. Raccoon-Figur. Okay, let's go. Richtig geile Mütze. Ja, die ersten habe ich dir ja schon gezeigt. Schaut wie so ein Gangster aus. Hier schön rechts. Du siehst es, wir kommen immer durch. Das ist geskriptet. Ja, Resident Evil ist wirklich so ein geiles Game und dass es wirklich Wissen ist, Macht. Wenn man das Wissen hat, dann ist es alles viel, viel leichter. Der dicke Robert, das schaut so geil aus. Oh, nice. Ey, ich finde den DLC so geil. Ich finde ihn so geil. So. Und wie gesagt, ich kann mir, also ich kann das verstehen, wenn du, sag mal, Profi bist, dass es dich ein bisschen vielleicht aufregt, dass ich das so ausführlich zeige. Aber, wie gesagt, ich mache das halt für Leute, die, also für jeden, ja. Ich will, dass es jeder schafft. Dass es so einfach ist, dass es jeder schafft.
Und wenn du Profi bist, kannst du ein bisschen vorskippen, ja? Dann kannst du ja vorskippen, dann kannst du einfach gucken, wo die Mr. Raccoon-Figuren sind. Aber ich zeig halt den gesamten Weg. Nick wurde ein bisschen gestunt, das ist kein Problem. Let's go, schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Hier kommt man nicht immer durch, man muss halt ein bisschen schnell sein. Okay, wir sind durchgekommen, nice. Gefällt mir. Der erste Run, den ich dir jetzt gleich zeige, der ist leichter. Also da kommt man leichter durch. Zack. So, erstmal natürlich alles verbauen. Nice. Gut ausgerüstet, würde ich mal sagen. So, 4 Mr. Raccoon-Figuren hat der gute Robert. In seinem, ja, in seiner kleinen Kampagne. Oh, okay. Habe ich nicht gedacht. Anscheinend war ich ein bisschen zu langsam. Also normalerweise, der hat mich doch nie gepackt hier. Hast du gesehen beim letzten Mal. Einfach durchgekommen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Blendgranate uns aufsparen. Und ich werde jetzt mal den Typen hier nicht töten. Weil das brauchen wir alles nicht. Das ist, wir haben so viel Munition. So. Essen wir mal. Die Mütze ist so geil. Scheiße. Oh Mann, ey. Wie gesagt, die kriegst du, wenn du mit Robert die beiden Runs gemacht hast. So, dann nehmen wir mal das grüne Kraut. Essen das mal gleich. Und dann geht's hier nach links. Ja, ganz, ganz wichtig, nach links. Hier kannst du einfach durch. Zack. Gesichts-OP. Na komm schon. Okay, da. Ah Mann, jetzt habe ich meine Granate wieder verwendet. Okay, das war kacke. Ja, egal. Der hat eigentlich noch Munition gehabt in sich drin. So, dann hier durch. Ja, ich nehme dann eine andere Granate. Ich nehme die Granate hier. Die ist zwar nicht so gut wie die Blendgranate, aber die wird uns ein bisschen den Weg freiräumen. Manchmal ist es so bei mir, dass ich einfach automatisch irgendwas drücke. Also halt, was heißt irgendwas? Also ich drücke halt L1 zum Schutz. Weil ich denke, dass ich ein Messer reinrahme oder irgendwas, ja. Hier kommt ein Monster. Das ist immer so. Gehst einfach zurück. Giftmonster. Das ist leicht auszuweichen. Und ja, hier ist auch schon die Figur. Hier einfach links rein. Und dann ist sie hier oben versteckt. Zack. Und damit hast du alle 4 Figuren. Ja, ich mache den Run noch schnell zu Ende. Damit du wirklich das auch siehst. Wenn du Profi bist, kannst du ihn skippen. Aber wie gesagt, ich mache das halt für alle. Nicht nur für die Profis. Okay, so, dann ich nehme hier das Kampfmesser. So, dann gibt es hier noch so einen kleinen Burschi. Der hat da ein bisschen was Explosives am Rücken. Hier kann man auch noch was nehmen, falls du es brauchst. Nimm mal eins mit. Hier ist nochmal eine Pflanze. Die brauchen eine Gesichts-OP. Bin vorsichtig. Lass sie auch von hinten von der Pflanze nicht treffen. Hier sind noch 2, die brauchen auch dringend noch eine OP. Pass auf, der eine ist mit Gift. Zack. Ja, und jetzt an denen noch vorbei. Und dann sind wir im Endeffekt an derselben Stelle. Wie beim zweiten Run. Okay, der hat mich jetzt mit Gift, war ein bisschen zu nah dran. Aber das ist egal. Also im Endeffekt. Ja, jetzt kommen wir hier wieder raus und ab hier kennst du ja den Weg.
Ich zeig's ja noch mal kurz mit der anderen Granate. Okay, warum steht er jetzt mit dem Rücken zu uns? Normalerweise ist das nie so. So. Zack. Okay. Die eine Animation hat uns gerettet. Er hat ihn aufgefangen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Muni hier in der Pistel. Siehst du, wieder vorbeigekommen. Jetzt hustet er sogar, ich bin trotzdem vorbeigekommen. So, die Granate auspacken und rein damit. Leak. Funktioniert auch wunderbar. Wird jetzt ein bisschen schwieriger hier, wie gesagt. Normalerweise schmeißt man hier eine Blend und dann war's das. Versuch mal durchzukommen. Ja, und schon haben wir es geschafft. Ja, er wird mich jetzt noch packen hier, weil ich gehustet habe. Okay, wir haben es trotzdem geschafft. Also das ist wirklich easy going hier mit dem Robert. Ja, und somit hast du alle Figuren und du hast alle zwei Runs gemacht. Das heißt, in beide Richtungen bist du gegangen und dann kriegst du auch diesen schicken Hut noch dazu. Jetzt geht es mit der Catherine weiter. Nennen wir sie mal Katrin. So, zeige ich dir auch alle Strategien. Hier können wir beim ersten Mal alles sammeln. So, einfach kurz warten, er geht vorbei. Leg. Das ist nicht immer so, aber meistens, wenn er halt nicht vorbeigeht, gibst du ihm einfach ein paar mit. Also ein Schuss, besser gesagt aus der Leistungsgnade. So, dann nehmen wir das mit. Hier würde ich Leistungsmunition mitnehmen, ganz wichtig. Also mit dir ist es wirklich sehr leicht, wenn man das Wissen hat. Einfach in den Körper mit der Leistungsmunition und dann geht er schlafen. Kleiner Junge. Zack. Klick. Hunde töte ich persönlich nicht. Also die treffen dich sowieso fast nie oder wenn sie dich treffen. Ich renne immer so von hier von rechts. Weil dann ist er so, ist die Leiche so ein bisschen im Weg. So. Sind doch keine Tiermörder, oder? Zack. Grün nehmen wir mit. Mischen das Ganze. Und weiter geht's. So, Schlüssel rein. Also ich muss sagen, am meisten gefällt mir der Run mit der Catherine. Also der ist wirklich einfach schön. Also richtig so mit Genuss. So, dann gehst du hier einfach ein bisschen vor, guckst, dass sie rauskommen, gehst wieder zurück, nimmst dir hier eine Blendgranate und wartest hier ein bisschen und guckst in den Bus, guck mal da, schau mal immer, bis die alle ausgestiegen sind. So, wenn ich jetzt merke, okay, die sind fast alle ausgestiegen, da ist noch einer, fange ich an, sie rechts so zu umrennen. So, dann gehe ich sie hier so und guck einfach, wie sie sich bewegen. Die bewegen sich so ein bisschen unterschiedlich, das ist nicht geskriptet. Schau, dass du die richtige Munition hast, die Leistungsmunition. Und dann schön in den Körper. Zack, wenn sie so stehen, also hintereinander. So, und dann geht's weiter. Wieder die normale Munition. Hier ganz, ganz wichtig, guck, dass dein Messer ausgerüstet ist. Und gehe hier ganz langsam rein. Ganz langsam. Damit ich dir lickern, damit die dir nichts machen. Einfach schön langsam, easy going. Und dann siehst du dort schon die Mr. Raccoon-Figur dort auf der Bank. Hier den schön mit dem Messer bearbeiten. Zack. Okay, wir haben jetzt wenig Platz. Weil wir uns nicht geheilt haben. Gut. Ich gehe hier einfach mal. Zack. Mr. Raccoon-Figur. Und wir haben jetzt ein kleines Problemchen. Was schmeißen wir weg? Was schmeißen wir weg? Ich würde mal sagen, wir essen einfach. Ja, wir schmeißen das Essen weg. Meine Oma hat zwar gesagt, man darf Essen nicht wegschmeißen, aber ich glaube, in dem Fall haben wir keine andere Wahl. So. Ja, wie gesagt, gehst hier schön vorbei. Das ist wirklich easy going hier. Weil die hören dich nicht, die sind ja taub, blind. Die sind ja blind. So. Guck, dass du die Spezialmunition ausgerüstet hast. Ah. Falsch gelaufen. Falsch gelaufen. Das war natürlich falsch.
So, hier durch. Gibst dem jungen Kerl hier eine mit. Schrumpli. Herr Schrumpli. Zack, und dann nehmen wir hier nochmal Muni. Leistungsmunition. Weil wir brauchen den noch an ein paar Stellen. Zum Beispiel hier oben. Schau einfach, dass diese Bubbleheads, oder wie die heißen, dass die immer schön, ja, hintereinander stehen. Und dann schießen den Körper rein. Zack. Dann geht die durch, die Kugel. Zack. 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 Die gehen hier auch zu zweit drauf normalerweise. So, dann gehen wir hier runter. Der kriegt auch noch eine Kugel geschenkt. Klick. Wie gesagt, du siehst, dass hier ist wirklich Wissen, das macht. Hier rechts bleiben. So, dann an dem kommst du immer vorbei. Links hier, der ist geskriptet. Kommst du immer vorbei. Und der, die Figur ist da in diesem Krankenwagen drin. So, da müssen wir halt jetzt ein bisschen improvisieren. Da drin ist sie, da hast du sie gesehen. Da kannst du ruhig auch sterben, das ist überhaupt kein Problem. So. Weil eingesammelt ist sie, wenn sie eingesammelt ist, ist sie eingesammelt. Jetzt werden wir natürlich hier nicht mehr weiterkommen. Der ist geskriptet, hier kommst du immer vorbei rechts. Und der letzte ist im Knast dort, versteckt, zeige ich dir gleich. Hier, Spezialmunition nochmal nehmen, einen Schuss schenken. Ja, und dann haben wir es im Endeffekt geschafft. Ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich die Blend verschmissen habe. Aber die Raccoon-Figur zeige ich dir. Ansonsten schau dir einfach an, ich habe ja da den Tipp-Run gemacht. Also ich habe da so ein Video aufgenommen. Genau, wir brauchen hier noch einen Schlüssel. Und hier musst du rein. Ah, nee, wir brauchen hier keinen Schlüssel, genau. Wir gehen hier rein, dann öffnet sich alles und dann kommen wir hier durch. Und dann ist hier die Mr. Raccoon-Figur. Hier sitzt er. Da. Ja, und somit hast du alle Mr. Raccoon-Figuren mit der Catherine. Und wenn du sehen möchtest, wie man das schafft, weil jetzt kommt eine schwere Stelle, da brauchst du halt eine Blendgranate, dann schau dir einfach mein Tippvideo an. Also ich habe da ein Video gemacht, wie man den Run auch wirklich ganz einfach schafft. Wenn du es ein bisschen leichter haben möchtest beim Sammeln, kannst du hier auf Training gehen. Also du kannst ja hier die Schwierigkeit auswählen. Und dann hast du es ein bisschen leichter. Ich bin jetzt mal gespannt. Okay, wir haben auf jeden Fall mehr Platz. Wir haben Kräuter. Nice. Das ist das erste Mal, dass ich auf Training spiele. Schauen wir mal, ob die Gegner auch noch leichter sind. Okay, ich glaube, die sind leichter. Ja, die sind leichter. Wir können ausweichen. Zack. Ja, ist ja egal. Hauptsache, du kriegst die Figuren. So, hier durch, das ist immer schön geskriptet hier. Dann würde ich hier die Blendgranate nehmen, auf jeden Fall. Und du musst ja nicht unbedingt durch, also du kannst auch ein Video von mir angucken. Ich habe ja da ein Video in den Tipps gemacht. Und zwar so eine Strategie, also wie ich das hier mache. Aber hier machen wir ja nur die, ja, die Raccoon-Figuren. So, wir kommen jetzt auch gleich schon zu einer. Da ist es gut, dass wir ein bisschen Munition haben, also können wir ein bisschen aufräumen. So, kombinieren. Zack. Ich würde hier die Lightning Hawk nehmen. Also das ist die Magnum. Hier durch. Richtig rechts halten, weil links liegt ein kleiner Zombie noch am Boden. Den anschießen und durch. Ganz, ganz schnell. Und hier ist unsere erste Raccoon-Figur, die sieht man, wenn man hier vorbeifährt, da ist sie. Und keine Sorge, du kannst sie von hier abballern. Zack. So, dann killen wir den noch. Den Freund. Dann gehen wir vorbei. So, dann können wir uns kombinieren können wir nicht, aber wir können das mal mitnehmen. Hoch. Wir sind hier leider nicht geskriptet. Die laufen schon unterschiedlich. Normalerweise töte ich nur sie. Weil sie so ein bisschen stört. Ja, hier würde ich jetzt die Blend nehmen. Ich nehme die Blend. Achte auf die Pflanze, die wird nicht geblendet. Die muss ich anschließen.
Und an dem brauchst du keine Sorgen haben, also da kommst du locker vorbei. Der klopft hier einfach nur rum. Ja, und jetzt kommen wir auch schon gleich zu der nächsten Figur. Zwei Stück hat er, wie gesagt. Der gute Ghost. Ja, hier natürlich die Magnum-Munition. Okay, wir haben jetzt so viel Munition, ich würde die jetzt mal töten. Normalerweise weiche ich hier aus. Ich hätte sogar mit einer Granate werfen können. Wie gesagt, du kannst die gute Strategie angucken. Bei den Tipps. Was ist denn jetzt los? Weil das ist ja hier auf Training gerade. Das ist sowieso ein bisschen anders alles. Dann können wir uns zwei Granaten herstellen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wenn man halt auf normal spielt, also auf hart halt. Kombinieren, zack. Und dann würde ich jetzt auch mal eine gleich mal einsetzen. Zack. Die alle ein bisschen stunnen hier. Und ja, die zweite Figur ist im Endeffekt hier in diesem Raum. Da kommt ja jetzt der Tyrant raus. So, da würde ich hier so stehen. Zack. Und hier ausweichen. Da ist auch noch Haufen Zeug. Also im Endeffekt auf Training ist natürlich voll leicht. So, dann gehen wir hier rein. Und hier war sie doch irgendwo. Ah, da, genau, da ist sie. Da ist die zweite. Das ist der Grundfigur. Ja, machen wir das noch schnell zu Ende. Oder eigentlich ist es vollkommen egal, weil du kannst dort die Strategien angucken. Also, weil das ist sowieso jetzt auf Training. Das ist hier nichts Besonderes. Ich habe mir jetzt doch entschieden, das zu machen. Ist egal, komm, machen wir das. Okay, auf Training fehlt hier ein Monster. Okay, das ist scheiße. Also hier ist normalerweise noch ein Monster. Oben auf der Treppe. Okay, krass. Habe ich nicht gewusst. Gut, dass ich das noch zu Ende gespielt habe. Ja, hier einfach rein, dann hast du das. Und jetzt brauchst du nur noch eine Figur. Die befindet sich hier in dieser Tür. Das ist hier an der Tankstelle. Also musst du einfach ein bisschen warten, bis sie rauskommen. Kannst hier auch eine Schrotflinte nehmen, also wenn du schon ein bisschen weiter bist. So, und dann, da ist sie, da siehst du sie. Im Hintergrund. Oh, da ist sie. Zack, fertig. Und dann hast du alle Figuren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ja, schau dich im Tipp-Video, also in der Tipp-Playlist um. Dort sind ganz, ganz viele Videos und kommen natürlich auch weitere Videos für weitere DLCs raus. Also wir machen dann immer 100%, wenn sowas Geiles rauskommt.